überrascht hast, wie ich das gehört habe. Dass wir endlich einmal was gemacht haben. Das finde ich großartig. Ich hab schon immer geglaubt, dass das auch so ist. Nein, ich auch nicht. Dass endlich einer von uns einmal am Stockerl steht. Ein Sieger. Und der dritte auch noch. Ja, der Höflein und der Wirnsberger. Ja. Du, auf den trinken wir. Prost. Prost, Herbert. Du, so ein Wein mit Maroni zusammen, das schmeckt eigentlich sehr, sehr. Es gibt nichts Besseres. Gibt wirklich nichts Besseres. Wirklich nicht. Du, ich hab aber, was nicht, vielleicht nichts Besseres, aber auch was sehr Gutes. Los! Zeig ich dir. Weißt, weil es doch so schön winterlich ist und der erste Schnee, hab ich mir gedacht, das riecht so gut. Wie riecht das schon? Ja, das ist ja. Was ist denn das? Bratäpfel. Hast du auch so eine Kindheitserinnerung an Bratäpfel? Ich hab schon so lange nicht gegessen. Du sag, magst du sie auch, wenn ich dir da ein paar Preiselbeeren rein tue? Ja. Magst du das? Das ist auch schon. Halt das, der. Die will nicht. Warte, ich tue da jetzt mal. Nur zwei, ja? Ja, ich bin mir gerne so. Das ist ein pikanter Geschmack. Ja. Und das mit dem Maroni und dem Wein, du, das ist eigentlich besser wie irgendein Nachtmahl, gell? Ja. So, machen wir noch einen Schlüpfel. Prost. Nein, ich bin schon beim Apfel. Einen langen Drink. Bitte sehr. Wie gewünscht, mein Lieber. Ja, das ist eine. Gerne. Dankeschön, das ist furchtbar. Ah, das labt. Ja. Das habe ich jetzt gebraucht nach dieser ganzen. Das abnehmen? Oh, das ist entzückend. Dankeschön. Das ist genau das Richtige nach der ganzen Birkelschlepperei. Also, ich meine nicht, dass ich das Buchschleppen nicht gewöhnt wäre. Ich meine, klar. Aber jetzt, was sich jetzt abspielt in der Vorweihnachtszeit, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen. Aber ist doch gut. Natürlich ist es gut. Ich meine, wir wollen ja auch hoffen, dass es so bleibt. Es soll uns nichts Schlimmeres passieren, als dass wir so viele Bücher verkaufen wie jetzt. Also, Moment, wo hab ich's denn? Da ist es. Toi, toi, toi. Sie sind am Ende abergläubisch. Nein, nein, abergläubisch nicht, aber so ein bisschen auf Holz klopfen, das kann nicht schaden. Ah, ja. Das sagen die Schauspieler auch. Sie sagen, sie sind überhaupt nicht abergläubisch, aber vor jeder Premiere spucken sie sich an und klopfen selbstverständlich auf Holz. Wie zu Zeiten der Neubauten. Ja, aber ich verstehe, dass jemand ausgerechnet zum Draufklopfen ein Stück Holz bei sich drauf, bitte. Die Spucke hat man ja automatisch mit, aber ein Stück Holz. Eben, sehen Sie, genau das ist nämlich der springende Punkt, nicht? Weil, wenn man heute wo auf Holz klopfen möchte, ich meine, das ist ja alles, was früher als Holz war, ob es ein Sessel ist, ein Tisch, ein Fensterrahmen, ein Türrahmen, was ist es heute? Aluminium oder Plastik. Ja, nicht? Ich meine, man könnte natürlich im Notfall, könnte man noch also in den Wald gehen und dort auf einen Baum klopfen. Die Bäume sind ja noch aus Holz. Ich meine, wie lang weiß der Himmel, aber im Moment sind sie noch aus Holz. Und das ist ja außerdem ein ganz besonderes Stück Holz. Ein Stück vom Baum der Erkenntnis vielleicht? Na, fast. Es ist ein Stück von den Brettern, die die Welt bedeuten. Ja, das habe ich von einer Schauspielerin bekommen. Ja, wie der flotte Heinz und seine Starlets. Das weit daneben geraten, lieber Herr Gulde, sondern das hat mir eine der großen alten Damen des Theaters hat mir das geschenkt. Und wissen Sie, wo das war? Was? Das war in einem unserer schönsten Theater, war das ein Stück vom alten Bühnenboden. Aber und der ist ausgetauscht worden, ist ein neuer Bühnenboden gekommen. Und das ist ein kleines Stück von diesem alten Bühnenboden. Mein Gott, da könnte ich fast neidisch werden. Ja, ich würde es Ihnen furchtbar gern verehren, liebe gnädige Frau, aber erstens ist es ein Geschenk und zweitens brauche ich es selber. Auf Holz klopfen kann bekanntlich nie schaden, was? Da fällt mir wieder einmal eine kleine Geschichte ein. Ein Freund besuchte den großen Atomphysiker Niels Bohr, der sich eben ein Landhaus gebaut hatte. Und zu seinem Erstaunen entdeckte der Gast an die Tür genagelt ein Hufeisen. Also ein Nobelpreisträger und abergläubisch, fragte er, aber keine Spur, antwortete verbittert Niels Bohr. Ich und abergläubisch nie im Leben. Aber man hat mir versichert, dass so ein Hufeisen auch Glück bringt, wenn man nicht dran glaubt. Jedenfalls, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie die Bücher mir persönlich hergebracht haben. Haben Sie vielleicht ein bisschen Zeit, um bei uns zu bleiben? Ja, also wenn ich darf, einige Minuten würde ich gerne in der illustren Runde verweilen, aber dann muss ich leider zurück ins Joch, nicht, weil ich kann ja unmöglich die arme Christine an einem Einkaufssamstag so allein im Geschäft lassen. Und auf die Ernstl, auf den Ernstl, auf die Elfi kann man sich ja nicht mehr so verlassen, nicht seitdem das Kind da ist. Aber dafür die Christine, ich muss sagen, Hut ab. Ja. Ich habe sie noch nie mit einem Hut gesehen. Ja, das erleichtert das Abnehmen wesentlich.
Bitte, ich habe mir erlaubt, die Rechnung beizulegen. Ah ja, ja, darf ich Ihnen gleich einen Scheck geben? Nein, nein, bitte. Viel schöner wäre es, wenn Sie vielleicht persönlich bei uns vorbeikommen würden in der Buchhandlung. Ich meine, vielleicht finden Sie noch etwas, was Ihr Interesse erregt. Sagen Sie, apropos, seit wann interessieren Sie sich denn so intensiv für Astronomie und Astrologie und Astrophysik und Exobiologie und andere Intelligenzen im Kosmos? Das ist ja toll. Ah, was ich sehe, Sandwiches, das ist eine sehr angenehme Abwechslung zu den vielen Torten, die ich in der letzten Woche zu mir genommen habe. Darf ich? Ja, greifen Sie zu. Sie gestatten. Aber das selbstverständlich. Ja. Dann könnte es nämlich vorkommen, dass auch einer von uns vielleicht einmal zu Wort kommt. Oh, pardon, lieber Herr Gut, habe ich vielleicht eine interessante Unterhaltung im Flusse gestört? So über irgendwelche UFOs oder kleine grüne Mandeln. Also bevor Sie gekommen sind, war die Unterhaltung wirklich interessant. Sie war sehr interessant und sie war sehr lehrreich. Ich weiß jetzt, dass der Merkur keine Atmosphäre hat. Und Temperaturen zwischen plus 400 und minus 100 Grad. Und dass das Jahr dort 88 Tage hat. Ja, während auf der Venus. Jetzt nicht so eilig. Venus 225 Tage, der kriegerische Mars hingegen 667 Tage, der Jupiter, bitte? Ja, Jupiter, ja. Alles wunderbar. Moment bitte. Eine Frage, verstehen Sie wirklich was davon? Oder ist das nur das gute Gedächtnis? Beides, darf ich in aller Bescheidenheit sagen. Lieber Herr Guido, beides, nicht? Ein guter Buchhändler muss ja seine Kunden beraten können. Ja, aber Sie werden doch nicht behaupten wollen, lieb werter Heinz, dass Sie alle Bücher lesen, bevor Sie sie verkaufen. Das wäre beim besten Willen nicht möglich. Was glauben Sie, wie viel zum Beispiel allein bei der Frankfurter Buchmesse, wie viele Bücher da jährlich ausgestellt werden? Hm? Ja. 300.000. Ja. Das ist Maria. Und davon sind circa 90.000 Neuerscheinungen. Also selbst wenn man nur die Neuerscheinungen lesen wollte, müsste man circa 270 Bücher am Tag lesen. Also das überfordert sogar meine Kapazität. Ja. Also ich gehe da ein bisschen nach, muss ich gestehen. Wie übrigens so manche Uhr auch. Nicht? Uhr geht schon wieder auf die Uhr. Typisch. Immer ablenken, immer die Uhren. Nicht wahr? Ohne Uhren könnte doch nie jemand wo zurechtkommen. Aber auch nie jemand zu spät, nicht? Mit circa ist es da nicht getan. Die Uhren sind das Präziseste, was es gibt auf der Welt. Meine nicht. Nein? Na dann pflegen Sie sie wahrscheinlich, nehme ich an, nicht genug. Das glaube ich nicht, denn die Uhr, ja, ist weiblich, die Uhr. Und alles Weibliche ist bei mir in den besten Händen. Ja, aber nur circa, ne? Ich, also für mich als Uhrmacher, existiert das Wort circa überhaupt nicht. Also eure Streiterei ist ja ganz lustig. Aber wenn ich auf meine Uhr schaue, ich glaube, ich müsste schon längst oben sein. Ja, der gestrenge Herr Sektionschef blickt vielleicht schon stirnrunzelnd auf sein Präzisionschronometer. Nein, der ist heute auf der Jagd. Bitte, darf ich oben anrufen? Na, selbstverständlich. Was jagt er denn? Doch nicht etwa gar Hasen? Nein, seinen Ur-Ur-Ur-Großvater. Aber sind jetzt neuerdings die alten Leute bei uns zum Abschuss freigegeben? Ja. Halt, was heißt denn das? Alte Leute, na sowas. Ja. Alte Leute, sie werden auch einmal alt werden. Auch. Komisch, wieso meldet sich da niemand? Merkwürdig. Ich muss einen Sprung aufschauen. Bitte bleiben Sie sitzen, Herr Doktor, ich kenne mich doch aus. Und bitte nichts Wichtiges besprechen ohne mich. Meine Kenntnisse reichen über den Pluto nicht sehr weit hinaus. Na, Herbert, nein. Ich glaube, du hast dich da wirklich geirrt. Bitte, wer soll denn schon anrufen? Schau, die Gnefrau, die ist unten beim Dr. Hollmann und der Herr Guido und das Gretel, die sind schon seit Nachmittag unten, weil die waren nämlich vorher im Planetarium. Im Planetarium? Mhm. Interessant. Du, ich war noch nie im Planetarium. Sag, aber wie geht denn das? Naja, das ist sowas wie ein Kino. Also, ja, aber die Leinwand, das ist eine große Kuppel. Ja. Und da kann man die ganzen Sternbilder wunderbar beobachten, wir so umherwandern. Ja, gehen wir hin heute. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Na? Du, weil da gibt es etwas, was mich schon seit länger interessiert. Schau, unsere Erde, die ist doch eine Kugel. Ja. Ne? Sie liegt aber nirgends drauf und an einem Schnürl hängt sie auch nicht. Wieso fällt es nicht runter? Ne, lach nicht. Ich frag den los. Irgendeine Frau. Ah.
Tag. Guten Abend. Grüß Gott. Sag's mal, warum geht niemand zum Telefon? Ja, du hast also doch recht gehabt, Herbert. Ne, Frau, haben Sie am Ende angerufen da? Ja, ich war das. Ich hab schon geglaubt, Sie sind nach Hause gegangen. Aber das tue ich doch nicht, Gefahr. Ich lasse Ihnen doch nicht im Stich, so wie die Marianne ihrem Dr. Hollmann. Okay, das geht uns doch gar nichts an, der Rosal. Entschuldigen Sie, Frau, dass ich da so herumlaufe. Nein, nein, im Gegenteil, bitte nehmen Sie weiter Platz. Ich möchte Sie sogar bitten, der Frau Sokol noch weiter Gesellschaft zu leisten. Ja, okay. Ja, denn wenn mein Mann kommt oder wenn irgendwer anruft, ich bin bis auf Weiteres beim Dr. Hollmann zu erreichen. Ja. Wir haben eine sehr anregende Unterhaltung. Über Planeten vielleicht? Na, sowas Ähnliches. Wieso haben Sie das erraten? Ja. Na, sowas. Gehen Sie aber, vergessen Sie nicht, die Durchreiche aufzumachen, sonst hören Sie mir das Telefon nicht. Nein, Knöpfer. Ich gehe aber jetzt nicht zur Durchreiche, weil das war jetzt die Türe. Jawohl. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Stefan. Es ist nämlich so, ich wohne seit einiger Zeit daneben an in der Wohngemeinschaft und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss mir mal vorstellen kommen. Ich weiß alles, Sie sind der Musikmensch, Sie sind ja nicht zu überhören. Naja, aber wenn ich Posaune blasen würde, dann wäre es noch ärger. Können wir etwas für Sie tun? Grüß ja, Gott. Grüß Gott, Frau Lafitte. Ich bin der Stefan. Es ist nämlich so, ich bin seit einiger Zeit, wie Sie ja vielleicht wissen, daneben an in der Wohngemeinschaft wohnhaft. Mhm. Und da habe ich gehört, hier soll am Samstag bei Ihnen immer so eine Art Open House sein. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Und jetzt haben wir gesagt, ich muss mich endlich einmal vorstellen bei Ihnen. Ja, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Nur heute ist zufällig bei uns sozusagen Ruhetag, wissen Sie? Aber ich habe eine Idee. Kommen Sie doch mit mir hinunter auf einen Sprung zum Dr. Hollmann. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch unten, falls es Sie interessiert, über Astronomie. Ja, wir könnten es vielleicht gleich so ein bisschen als Fernmusik machen, ne? Astronomie, Fernmusik ist nicht so ganz mein Spezialgebiet, aber was Einschlägiges hätte ich. Ja, darf ich nur meine Gitarre holen? Ja, ich weiß nicht, ob Ihre Musik dem Dr. Hollmann... Na, keine Sorge, Frau Lafitte, es ist was... Sie werden schon merken. Also beim Herrn Hollmann unten. Ja, beim Herrn Hollmann. Und bis gleich dann. Ich werde Sie inzwischen ansagen. Dankeschön. Ja, also bis gleich. Sein netter Mensch. Ja. Ich weiß nicht, ob du da nicht was angezündet hast. Aber gell, warum? Der Dr. Hollmann ist so ein netter, kultivierter Mensch. Ja. Und dann, der lässt sich ja seine musikalischen Darbietungen, der lässt sich ja das was kosten. Und die Jugend soll man fördern. Ja, selbstverständlich. Das ist ja ganz klar. Du, wir zwei werden uns jetzt fördern. Wir geben uns noch einen Schluck. Das ist eine Idee. Komm. So. Also dann. Prost. Prost. Herr Rosal. Und jetzt erzähl mir, den Maroni. Mhm. Jetzt erzähl mir, wie ist das so mit der Weltkugel, dass die nicht runterfällt. Ja, aber was soll denn schon sein mit dir? Wieso fällt aber nicht? Na, geh, du bist der Chopperl. Ja, du weißt doch schon, jedes Kind, weil sie rotiert. Ja, dass sie rotiert, das weiß ich auch, das habe ich in der Schule gelernt, dass sie rotiert. Aber was ich nicht verstehe, dass man das nicht spürt. Du, schon, wenn ich Ringel spül vor, hebt es mir den Magen. Du lachst. Das sind Naturgesetze. Die Kleinen tanzen um die Großen. Und die Großen wieder um noch größere und so weiter. Und so lang schon, dass keiner merkt, dass er eigentlich schwindelig sein soll. Du, das sieht man in dem Planetarium sowas? Ja, den Mond und den großen Bären und den kleinen Bären. Und alle tanzen. So wie bei uns die Bären, wenn sie einen Nasenring haben. Der große Bär auch. Der große Bär auch. Jeder hat einen Nasenring. Das sind halt so die Naturgesetze. Mhm. Es ist eigentlich furchtbar schade, dass man sich den Mann im Mond jetzt nicht mehr vorstellen kann. Ja. Aber noch mehr schade ist, dass du da so lange herumhocken musst. Ich darf schon so gern neben dir im finstern Planetarium sitzen. Im finstern Planetarium sitzen? Prost, Herbert. Prost. Du, wenn ich weiter so pipperl tue, da fange ich überhaupt zum Singen an. Guter Mond, du gehst so still. Kann man eigentlich nicht mehr singen, das Lied. Seit die Astronauten dem Mond ins Gesicht gestiegen sind, ist er ja gar nicht mehr ein Stil. Nein. Schöne Lieder, die halten sie lang. Halten sie lang? Kannst du auch ein ähnliches Lied? Na, freilich.
Na, geh, singst du. Ach, geh, die kann doch da nicht singen. Kann sein, dass du nicht singst. Nein, das ist kein. Na, geh mir zu, lieber, aber zink. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Das ist schön. Weiter. Die nächste Zahl kann ich nicht mehr. Weißt du, wie viel Wolken gehen? Wolken gehen. Aber weiter kann ich auch nicht mehr. Kannst du dann noch? Nein, dann können wir nicht mehr singen. Nein? Weiß nichts mehr. Freie Auge kann man von unserer Hemisphäre aus, wenn man sehr gute Augen hat, höchstens 2.000 bis 3.000 Sterne zählen. Und das hätten Adam und Eva auch schon gekonnt. Wenn ich unterbrechen darf, Herr Hollmann. Ja. Da habe ich nämlich neulich in einer Zeitung gelesen, dass nach neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen die Eva ihren Adam keinesfalls mit einem Apfel verführt hat. Das habe ich auch nie im Leben angenommen. Also bitte, nein. Na, wollen Sie uns schockieren? Na, bitte, sowas geben sich doch die Wissenschaftler nicht ab. Nein, man hat also herausgefunden, dass dieser Apfel eine Quitte gewesen sein muss, weil es zu den biblischen Zeiten im Vorderen Orient noch gar keine Äpfel gegeben hat. Aha. Da müsste ich dann, um wissenschaftlich up-to-date zu sein, meinen Adamsapfel vielleicht Adamsquitte nennen. Also davon steht nichts in der Bibel. Von einer Frucht ist die Rede, aber keineswegs von einem Apfel. Ja, bitte, das Gretel, mein Gretel ist eine eifrige Bibelleserin. Wenn man so lange in einem Spital gearbeitet hat wie ich, da weiß man, wie viele Menschen die Bibel nicht nur ihm, sondern auch am Nachtkasten liegen haben. Und man weiß auch, warum. Na ja, nein, ich wollte ja nichts gegen die Bibel, auch gar nichts gegen die Forschung sagen. Es war ja nur so ein Witz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ob das jetzt ein Apfel oder eine Quitte ist, ist mir eigentlich wurscht. Aber was mich wirklich interessiert, wie kann man 2.000 oder 3.000 Sterne zählen, ohne dass man sich irrt? Ja, mit diesem Problem haben sich schon die ersten Sterngucker befasst. Und sie haben das Problem auch sehr gut gelöst. Sie haben sich einfach den Himmel eingeteilt. Und zwar zunächst einmal in Sternbilder. Ach. Wirklich kompliziert ist es erst geworden, wie die Fernrohre erfunden worden sind. Und jetzt mit diesen gigantischen Spiegelteleskopen, jetzt ist es einfach astronomisch. Wenn man denkt, allein in unserer Milchstraße 100 Milliarden Sterne. Ja. An die Milliarden haben wir uns ja langsam gewöhnt. Bitte, das Budgetdefizit, das reicht ja auch schon an circa 100 Milliarden. Milliarden. Auch astronomisch. Schon, aber ein Schilling pro Sonne ist es für uns gar nicht. Sagt mal, könnt ihr vielleicht eine Stunde ernst sein? Mich interessiert dieses Gespräch. Aber wirklich? Ja, mich auch. Ich beschäftige mich schon sehr lang damit. Und was einem da aufgeht, das ist wirklich faszinierend. Wie wär's denn eigentlich mit einem Drink jetzt? Also, ja, Idee. Gern. Ja? Ja? Sherren für mich, bitte. Und ich bitte gehorsamst um einen Halbzwerg. Einen Halbzwerg? Auch eine Sherren. Bitte sehr. Sagen Sie, Herr Doktor, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, sich für dieses Thema so zu interessieren? Ja, daran sind wieder einmal, wie an so vielem, die Medien schuld. Immer wieder diese Serien, und zwar die von Sagan und von Holmar von Dittfurt zum Beispiel. Bitte nichts gegen die Serien, weil diese Serien heben den Umsatz im Buchhandel beträchtlich. Ja, ich weiß, ich habe auch gelesen und gelesen und wieder gelesen. Und was ist geblieben? Ein großes Staunen und eine wirklich aufrichtige Hochachtung vor dem Wissen und vor diesem geradezu fanatischen Einsatz von Astronomen, von Mathematikern, von Chemikern, von Physikern, von Biologen und neuerdings auch von Exobiologen. Oh, bitte, was sind Exobiologen? Ja, die Exobiologie ist eine verhältnismäßig junge Wissenschaft. Es hat nämlich die Biologen die Entwicklung dessen, was wir auf der Erde Leben nennen, ziemlich genau zurückverfolgen können. Sie sagen, was wir Leben nennen? Ja, nur das sage ich deshalb, weil wir zwar genau wissen, was Leben ist, aber definieren können wir es ja nicht. Ja, aber es ist doch sicher die Frage, wo fängt Leben an? Also ein Baum. Ein Baum zum Beispiel lebt, aber weiß er, ob er lebt? Ja, offenbar nicht. Das würde sich besser gegen den sauren Regen wehren, nicht? Aber es gibt ja so viele Begriffe, die man nicht definieren kann, nicht? Zeit zum Beispiel. Der Zeit. Ein Begriff, den kann man nicht definieren. Zum Beispiel, circa. Zeit kann man bitte messen und genau und nicht nur circa. Man kann es messen. Naja, und die Unendlichkeit auch. Aha. Es freut mich sehr, dass gerade Sie das sagen, mein Lieber. Denn es ist ja doch wirklich sonderbar,
dass wir ausgerechnet die messbare Zeit uns ohne weiteres als unendlich vorstellen können. Darf also, was man sich nicht vorstellen kann, ist, danke, ganz im Gegenteil, das ist Wahnsinn, danke. Dass die Zeit einmal angefangen hat oder einmal aufhören könnte. Eben, ja, weil ich meine, sogar die präziseste Uhr hört irgendwann einmal zum Ticken auf, nicht? Die Zeit aber nicht. Jetzt hört schon auf mit euren Sticheleien. Jetzt waren wir gerade bei den Exobiologen, bitte. Ja, die Exobiologen. Seit sich nämlich herausgestellt hat, dass es auf den Planeten, die uns umgeben, wirklich kein intelligentes Leben geben kann, sondern nur bei uns. Nur hier, nur auf unserem berühmten blauen Planeten. Warum schaut die Erde eigentlich blau aus, wenn man sie von weit oben sieht? Ja, weil es bei uns mehr Wasser gibt als festes Land. Wenn man die Erde zum Beispiel planieren würde, wäre sie ganz von Wasser umgeben. Und in diesem Wasser spiegelt sich der Himmel, der uns blau vorkommt. In Wirklichkeit ist er natürlich tief schwarz. Aber uns kommt er blau vor, weil sich nämlich das Sonnenlicht, wenn es auf unsere Atmosphäre oft fällt, einfach bricht. Aha. Wir haben im Gymnasium, erinnere ich mich, haben wir einen Physikprofessor gehabt. Und der hat uns, also unter anderem, zwei Dinge beigebracht. Erstens, die Sonne ist ein ganz normaler, mittelgroßer Stern, der aus glühenden Gasen besteht. Mhm. Und in ihrem Innern finden, also unter unvorstellbarem Druck und bei Temperaturen bis 20.000 Grad, Kernreaktionen statt. Und von der dadurch frei werdenden Atomenergie leben wir. Aber okay. Und das andere ist, wenn die Erde jetzt aus irgendwelchen Umständen verschwinden würde, würde sich überhaupt nichts im Kosmos ändern. Also ich muss sagen, das war ein wirklich, das war ein sonniges Gemüt, Herr Professor. Ja, aber er hat recht. Die Schöpfung ist nämlich noch nicht zu Ende. Immer wieder werden Sonnen geboren und es sterben auch Sonnen. Vor ein paar Wochen erst ist es amerikanischen Astronomen gelungen, die Geburt einer Sonne zu fotografieren. Und vor noch 3 oder 4 Tagen ist eine Weltsensation durch alle Medien gegangen. Und zwar ist es endlich gelungen, einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu fotografieren. Er ist ein bisschen weit entfernt. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das 400.000 Milliarden Kilometer. Da kann man fotografieren. Ja, man kann. Es ist sehr kompliziert, aber man kann es. Und neuerdings ist ja. Auf ein paar Millionen Kilometer kommt sie da gar nicht an. Bei solchen Entfernungen natürlich nicht. Ne? Das ist alles relativ, nicht? Wenn man denkt, die Astronomen rechnen mit tausenden Milliarden von Lichtjahren, nicht? Und wir haben heute das Skirennen gewonnen, weil der Österreich um 0,84 Sekunden schneller war als der Schweizer. Ein Österreicher war schneller? Ja. Schau, war schnell. So. Herbert, was haben wir vorhin ausgemacht? 10 Minuten warten wir. Ja, ja. Mit dem Gongschlag fehlt noch 1 Minute. Herbert, auf ins Planetarium. Ich weiß nicht recht. Sollte man nicht vorher noch in aller Ruhe irgendwo einen Kaffee trinken? Nein, ich will keine Ruhe und ich will keinen Kaffee und schon gar nicht hier. Mein Gott, wie viel Liter Kaffee habe ich hier schon gekocht und keiner hat ihn getrunken. Wie viel Meter Strudel habe ich schon gebacken und dann hat ihn keiner Das heißt, das ist nicht wahr. Die Jugend hat ihn dann doch natürlich gern genommen. Ja, sag einmal, willst du am Ende aufmucken? Oh, ich mache ein Volksbegehren. Nein, das überlass lieber den anderen. Ja. Weil du bist ja Gott sei Dank ein Mensch, der für viele andere Menschen ein Beispiel sein könnte. Ja, ein Mensch, der nicht nur von denen redet, obwohl er wahrscheinlich bestenfalls Serviceman. Ne? Und doch bist du ein freier Mensch geblieben. Oder willst du am Ende kündigen? Aber wieso denn? Ich bin doch freiwillig hier und bin ein freier Mensch und ich bleib auch freiwillig bei der Lebenfamilie. Na ja, also, ich hab's ja wie ich gesagt hab. Du wirst hier noch alt werden. Ja, aber wirst. Also jedenfalls heute nicht. Weißt du was, Herbert? Komm, wir rammen geschwind das alles ein bisschen weg. Weil so kann man's ja nicht stehen lassen. Wann auch nur flüchtig. So, nimmst du die Maroni? Ja. Die Glaseln? Ja. Und die Weinflaschen lasse ich stehen, damit man das da alleine kann.
Hast du gesagt, im Planetarium ist finster? Stockfinster. Also dann auf, gehen wir. Komm, da ist mein. Hast du deinen Schrank? Dankeschön. Ach, du bist halt doch ein wirklicher Kavalier, mein guter Mabra. Fragst gar nicht, was Mabra heißt? Ja, warum denn? Ich war halt einmal ein Maroni-Brater. Du, das ist ja ein verschandter guter Maroni-Brater. Du, und außerdem glaube ich, Maroni-Brater, das ist sowas wie ein Philosoph, gell? Du, mal die Tür mache ich ein bisschen weiter auf. Hast du die Kerzen ausblasen? Ja, hab ich ausblasen. Weil falls der Herr Sektionschef oder wer kommt, dass sie es gleich lesen können. Und das ist wirklich das Letzte, was ich für die liebe Familie tue. Ja, wirklich? Heute jedenfalls. Ah. Komm, schwimmen wir ins Planetarium. Bitte, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich für mich hier aufbrauchen. Aber Herr Doktor, das sind doch Kleinigkeiten für eine Krankenschwester. Ja, also nochmals Dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Marianne heute schon so abgeht. Und was ist mit Ihnen? Ist es Ihr Ernst, dass Sie vor einem Auftritt nichts anderes trinken als ein Sodawasser? Naja, seit einiger Zeit könnte man sagen, nicht mehr. Ja, aus Prinzip? Aus Prinzip, weil ich trinke schon ganz gerne ein Viertel oder zwei. Oder drei, aber ich meine, wenn man, naja, wenn man zu viel sauft, wird der Alkohol auch zum Suchtgift. Ja, ja. Aber Tatsache ist, dass ich mich seit einiger Zeit sozusagen als ein Bewährungshelfer betätige. Ja, und lässt Ihnen denn Ihr Studium zu sowas Zeit? Ja, mein Studium ist sehr wichtig, aber ich meine, es ist ja auch nur in einem Spezialfall. Wissen Sie, es ist nämlich so, seit ich hier so im Haus wohne, habe ich so eine Art Partner gefunden, mit dem ich hier und da auftrete, und der ist sehr gefährdet. Ja, Sie treten also auch schon öffentlich auf? Na ja, nicht in der großen Öffentlichkeit, so was man so die große Öffentlichkeit nennt. Nein, so hier und da, wo sich halt eine Gelegenheit ergibt. Und, na ja, schauen Sie, ich will ganz einfach meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Gerade weil sie mich noch nie im Stich gelassen haben, wenn ich sie wirklich gebraucht habe. Ja, Sie scheinen mir ein bemerkenswerter junger Mann zu sein. Oh, Herr Doktor, alles erledigt. Ja, ich danke nochmals recht herzlich, Schwester Gretel. Bitte, Herr Doktor. Also erlauben Sie mir eine Bemerkung, Herr Doktor. Aber ich bitte darum, Gefahr. Finden Sie nicht, dass Sie Ihre Marianne ein bisschen sehr verwöhnen? 3 Wochen Weihnachtsurlaub, ja. Sagen. Und was werden Sie denn während dieser Zeit machen? Naja, ich kann nur hoffen, dass es noch ein bisschen mehr Schnee gibt. Ja, aber da gehen Sie dann langlaufen oder Rodel fahren. Sagen Sie, Herr Hollmann, ja. Entschuldigung, wenn ich das... Können Sie mich da nicht mitnehmen? Ich meine, wir haben ja heuer derartig lang Semesterferien. Vielleicht so als Faktotum oder als Chauffeur. Ja, es tut mir leid, aber ich muss Sie enttäuschen. Seit ich geschieden bin, habe ich nämlich kein Auto mehr. Was? Sie haben kein Auto? Nein, ich brauch's ja auch nicht unbedingt. Was denken Sie sich jetzt? Ehrlich? Ehrlich. Also ich habe mir gedacht, ist der so ein armer Teufel, dass er sich kein Auto leisten kann? Entschuldige, wenn Sie mich so fragen. Hinter meinem Rücken werden sich die meisten meiner Freunde dasselbe gedacht haben. Aber das stört mich nicht. Wissen Sie, ich bin der Ansicht, dass man endlich anfangen sollte zu sparen. Und zwar bei sich selber. Nicht immer nur davon zu reden. Und deshalb fahre ich auch schon lange nicht mehr Ski. Und nicht nur aus Altersgründen. Nein, ich fahre ganz bequem mit der Bahn nach Nürnberg zu einem Ex-Schwager von mir, der dort ein Hotel hat. Ich verstehe mich nach wie vor mit ihm ausgezeichnet. Mhm. Und in Nürnberg ist es heute in der Altstadt nämlich sehr, sehr schön, wenn Schnee liegt. Mhm. Dazu dann noch ein Weihnachtskonzert in der Frauenkirche und davor dieser weltbekannte Christkindlmarkt. Ja, weißt schon, diese Uhr mit dem Männlein laufen. Nein, mein Lieber, mit mir nicht. Er schleppt mich jedes Mal, wenn wir verreisen, endlich einmal gemeinsam, immer in zugegeben sehr schöne Städte wie Straßburg, Bern. Immer nur wegen der astronomischen Wunderuhr. Sei nicht grausam zu mir. Ja, aber du nach Nürnberg. Da fahre ich nicht mit dir. Sag ich dir gleich. Bei unserem Hohen Markt marschieren auch Mandeln auf. Bitte. Also, Stichwort Astronomie. Jetzt wissen wir noch immer nicht, was Exobiologen sind. Ja, also, um es primitiv zu sagen, Exobiologen sind die Wissenschaftler, die erforschen wollen, ob es auf Planeten außerhalb unserer Sonnensphäre wirkliches Leben gibt. Aber gerade diese Exobiologen sind in der letzten Zeit sehr pessimistisch geworden. Das sind die größten Zweifler, jedenfalls der, auf den ich mich berufen kann. Dieser Mann, der ein sehr bemerkenswertes Buch geschrieben hat,
beendigt nämlich dieses Buch mit einem lapidaren Satz. Wir sind doch wohl allein in diesem Kosmos. Ja, Verzeihung, aber damit bringt er doch alle Spekulationen, alle Theorien, alle Utopien zum Zerplatzen, wie ein Luftballon. Ja, also Luftballon, das ist jetzt mein Stichwort. Jetzt muss ich... Es ist nämlich so, bevor die Frau Lafitte so lieb war, mich zu Ihnen herauf einzuladen, da hat sie gesagt, also hier würde so über Astronomie und so die Rede sein, theoretisiert werden. Und da hat die Frau Sokol gesagt, ob ich nicht ein bisschen was auf meine Weise zu diesem Diskussionsthema beitragen kann. Also ich kann, aber wie gesagt, auf meine Weise. Und zwar finde ich es jetzt vielleicht ganz interessant, nach dieser mehr oder weniger trockenen und heutigen Diskussion über die Sterne. So. Na ja, bin ein ehrlicher Mensch. In Stefan-Weise. Ja, das ist ein gutes Wort. Wie, also der alte Biedermeier-Mensch des alten Wien, die ja sehr in die Romantik verliebt waren, diese Menschen, die Astronomie gesehen haben. Und da habe ich also bei uns im Institut drinnen, so bei meinen Schürfungen, habe ich ein Altwiener Singspiel gefunden mit dem Namen Nochmals Paris bei Tag und Nacht oder Die Reise mit dem Luftballon aus dem Jahr 1844. Das wurde damals im Theater in der Josefstadt zu Wien uraufgeführt und von einem gewissen Josef Schick mit der Musik von Heinrich Broch. Das war der damalige Haushofkomponist des Theaters in der Josefstadt. Und da macht ein solcher, also Mitspieler dieses Singspiels eine Reise mit dem Luftballon. Also es war der Beginn der gesamten technischen Revolution, war man allem technischen Fortschritt sehr aufgeschlossen. Und also auch dem Ballon fliegen. Und da singt er vorher das Sternlied. Und das möchte ich Ihnen also jetzt so. Ich freu mich so kindisch hinauf auf die Stern, bin neugierig, was ich dort sehen werd und hören. Die Sonne und den Mond schau ich hint und vorn an, damit ich's den Leuten beschreiben dann kann. Die Sonne, wie ich glaub, so in meiner Idee, die führt mit dem Mond eine himmlische Ehe. Ja, es kann kein Verdruss geben, kein Streit's ganze Jahr, weil's niemals beisammen ist, das himmlische Paar, weil's niemals beisammen ist, das himmlische Paar. Sonn hat Trabanten, so wie man's erzählt. Das sind gewiss die Hausfreund, die sie sich erwählt. Ja, ich find's ganz natürlich, der Mann ist nicht aus. Ja, und Sonn, die muss scheinen, wer führt's denn aus? Der Mond, aber glaub ich, der macht sich nichts draus. Der hält sich an die Venus, geht am Abend mit ihr aus. Doch die muss genügsam sein mit diesem Mann. Denn oft hat's nicht mehr als ein Viertel davon. Denn oft hat's nicht mehr als ein Viertel davon. Zeichen des Himmels betracht ich mir auch. Ja, es wär möglich, ja doch, dass ich's einst einmal brauch. Zum Beispiel die Waage, die wägt sich ja gerecht. Die wär für manchen Kaufmann nicht schlecht. Der Stier und der Widder, die steigen jetzt im Wert. Man schlägt ja aus Mangel vom Ochsen schon die Pferd. Die Zwillinge, glaub ich, die finden kein Ziel. Denn dort und da ist oft einziges Schicksal.
schon zu viel, denn dort und da ist oft ein einziges schon zu viel. Ist's nächste, wohin ich dann geh? Ja, ein himmlisches Obers gibt's dort zum Kaffee. Es wird heut nicht panscht sein, wie hier auf der Erd. Also bis dato hat man wenigstens sowas nicht gehört. Der Himmel hängt öfters, wie's heißt, auch voll Geigen. Die lass ich mir, wenn ich hinaufkomm, gleich zeigen. Ja, und wenn man einen Walzer sich anfriemeln kann, so red ich den Landau um einen göttlichen an. So red ich den Landau um einen göttlichen an. Bravo! Bravo! Ja, das gepasst, das sind so meine. Sie haben uns eine große Freude gemacht. Wie darf soll ich weiterspielen? Ich weiß nur ein anderes Mal vielleicht. Naja, nein, erkenntlich sei gar nicht. Das mache ich doch sehr gerne. Doch eine Sache hätte ich am Herzen. Herr Hollmann, Sie sind doch Diplomat. Gewesen, Freund. Na ja, wurscht, aber Sie sind doch ein vielleicht heute noch einflussreicher Mann. Och, um Gott. Ich hätte so wahnsinnig gern Karten gehabt für die 9. von Beethoven am 31. Dezember. Jetzt habe ich Angst, dass wenn ich da jetzt anfange, mich langmächtig irgendwo anzustellen und dass das eh umsonst ist. Ja, da haben Sie aber Glück gehabt. Genau für die 9. habe ich mir nämlich Karten bestellt. Nachdem ich aber nicht hier sein werde, gebe ich sie Ihnen gern. Ich nehme an, Sie können beide brauchen. Ja, aber das ist das schönste Weihnachtsgeschenk für meine, also ich meine für eine Kollegin von mir. Ja, was soll ich meinen, das werden ja sicher sehr teure Karten sein. Ja, na und, Sie haben uns doch soeben auch etwas sehr Hübsches geschenkt. Ja, jawohl. Bitte, wann darf ich wiederkommen? Na ja, das machen wir uns aus. Vielleicht machen wir mal eine kleine Veranstaltung bei mir, sagen wir. Stefan in Konzert, ein Hauskonzert. Ja, aber jederzeit. Ja? Und das geht wirklich in Ordnung mit den Karten? Das geht in Ordnung. Da muss ich jetzt sofort telefonieren gehen. Bitte sehr. Nein, danke, das ist sehr lieb. Das mache ich. Ich gehe lieber gleich von oben. Gehe ich gleich hinauf. Darf ich Sie gleich begleiten? Nur muss ich hinunter. Ja, zur Christine ins Joch. Ja, ins Joch. Ja, dann wünsche ich ein schweres Joch. Haben Sie schon je etwas von einem süßen Joch gehört? Nein, ganz im Ernst. Also da, von dieser Seite droht keine Gefahr. Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Windeck. Aber ich meine, bevor Sie die Runde aufklären wird, dass ich eigentlich Windhund heißen sollte, sagen Sie lieber Heinz. Also zu mir. Gut, Wiederschauen. Dankeschön für Danke. Wegen der Karten. Ich wohne zwei Stock höher. Wiedersehen. Wiederschauen. Also, das gefällt mir wirklich. Dieser Mann gefällt mir, der Stefan. Ja, mir auch. Zum Teil versteckt denn der Franz? Der Franz muss da kommen. Na ja, müssen wir halt ein bisschen warten. Na ja, auf jeden Fall. Wissen Sie, woher? Ja, doch, ich wollte. Wir waren doch im Planetarium. Doch telefoniert. Wir waren eigentlich den ganzen Tag vor Kant, der Bursch. Er geht auf das linke Donauufer. Er ist auf der Jagd, hat er gesagt, nach seinem Ururgroßvater. Und irgendwo muss er halt in Niederösterreich oder irgendwo. Ich weiß nicht. Sollen wir nicht telefonieren? Nein. Aber wo können wir denn anrufen? Das niemand genau weiß. Ich frage die Sokol. Entschuldige, ob sie nicht irgendetwas hörte. Ja, nur es wäre ja möglich, dass er angerufen hat. Ich muss sagen, ich bin direkt in Sorge um ihn, ja? Aber ja, schau mal, Guido. Ja, gehen Sie doch rauf und fragen Sie mal, wenn sie noch da ist.